Bloß kein Platzverweis. Die Disziplinlosigkeiten beim HSV haben Trainer Markus Gisdol einiges Kopfzerbrechen bereitet. Der Platzverweis von Albin Ekdal am vergangenen Spieltag war bereits der 5. in dieser Saison. Immer wieder schadet sich die Mannschaft selbst. Wir haben mit dem ganzen Team darüber gesprochen. Es ist ja klar, ja, dass das uns schädigt, dass das uns in den Spielen nicht weiterhilft. Die Mannschaft ist sich da auch absolut klar, dass das nicht vorkommen sollte. Und wir wollen das natürlich in Zukunft vermeiden und müssen es unbedingt vermeiden, damit wir auch realistische Chancen haben, vor allen Dingen in ganz engen Spielen dann mit 11 Mann hast du natürlich eine bessere Chance, die Spiele dann auch erfolgreich zu gestalten. Aber das ist jedem klar. Das Spiel gegen Ingolstadt wird wegweisend. Schließlich befinden sich beide Mannschaften tief unten drin, nur einen Punkt voneinander getrennt. Mit Formulierungen wie 6-Punkte-Spiel oder ähnlichem kann Gisdol allerdings wenig anfangen. Ich denke, das ist keine besondere Situation, wenn du sowieso ein Stück weit unter Druck bist, was die insgesamt die Situation angeht, dann ist es eigentlich unerheblich, ob du gegen einen direkten Tabellennachbarn spielst oder nicht, sondern es geht darum, dass du in jedem Spiel bestmöglichst punkten möchtest und dass dadurch nicht nochmal eine besondere Situation wird. Es ist Abstiegskampf mit allem, was dazugehört. Gisdol hat eine hohe Meinung von Ingolstadt. Ein Team, das sehr aggressiv spielt, viel gut in der Umschaltbewegung ist, natürlich auch sehr kompromisslos spielt, gutes Pressing. Eine Mannschaft, die jetzt den Gegnern, gegen die sie gespielt haben, alle schwer gemacht haben. Sie haben Leipzig zu Hause geschlagen, die haben jetzt in Schalke fast einen Punkt mitgenommen. Deswegen, diese Mannschaft ist mehr als beachtenswert und deswegen ist es eine sehr, sehr große Hürde, die wir dort nehmen wollen. Neben den sportlichen Hürden hat der HSV momentan aber auch wieder einmal neben den Platz mit reichlich Unruhe zu kämpfen. Im Mittelpunkt Emir Spajic. Vor rund 3 Wochen wurde der Innenverteidiger vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Der Verein möchte den Bosnier loswerden. Einfach hinnehmen will der Spieler das aber nicht, möchte sich in den Trainingsbetrieb zurückklagen und falls nötig am Dienstag sogar vor das Arbeitsgericht gehen. Wir haben uns von Herrn Spajic getrennt. Herr Spajic hatte einen Vertrag. Diesen Vertrag gilt es zu erfüllen. Worin die Erfüllung des Vertrages besteht, da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen. Wir haben eine Position seitens des HSV und der Berater des Spielers und der Spieler selbst haben eine Position, die weitaus, großzügiger ausgelegt ist und da wird man sich einigen, da bin ich sicher. Und wenn es so sein sollte, dass wir vom Arbeitsgericht landen, dann habe ich höchstes Vertrauen in die Rechtsprechung. Dafür ist ein Arbeitsgericht dann am Ende da. Der Vorstandsboss allerdings will sich mit Spajic vorher noch außergerichtlich einigen, sodass es erst gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen muss. Die Chancen dafür stehen gut.